Die Route führte von der Capanna Alpina, einer bewirtschafteten Hütte auf 1620 Meter, über den Col de Lucia, Lago Contorines, zur Lavarella-Scharte und von dort auf den Lavarella-Hauptgipfel. Dann ging es nordseitig zum Lavarella-Sattel abwärts und dann weiter zur Lavarella-Hütte, dem Tagesziel dieser Etappe. So, guten Morgen. Ich habe unten an einem freien Parkplatz geparkt und dort auch übernachtet, weil es oben dann am Capanna Alpina 10 Euro kostet pro Tag. Man läuft dann etwa 20 Minuten von unten hier so eine Teerstraße dann hoch. Super WC hier, ja. Perfekt. So, jetzt sind wir oberhalb der Alpina-Hütte. Sehr schöner Weg hier. Relativ steiler Schotteraufstieg hier. Aussichtsplateau auf 2100 Meter. Und das ist jetzt der Weiterweg auf der Hochebene, bevor es dann wieder steiler wird auf der Gipfel. Auf der großen Farnesalm auf 2100 Meter. Oh, sehr matschig hier. Auf dem Weg in den Sattel hoch. Im Hintergrund sieht man nun den Gipfelaufbau des Lavarella-Gipfels. Zuerst kommt da ein relativ steiles Schotterstück. Es geht dort zickzack den Hang hinauf.
Es folgt danach eine Querung auf einem Band. Es ist teilweise ausgesetzt. Auf der rechten Seite ist jetzt gut die Contorinus-Spitze erkennbar. Sie überragt den Labarella-Hauptgipfel um 9 Meter. Schließt sich nun ein einfaches Block-Klettergelände an. Kletterschwierigkeiten sind im unteren ersten Grad. Für den Abstieg hatte ich die Überstreifungsvariante gewählt und bin nordseitig abgestiegen. Der Weg ist schwieriger als der Aufstiegsweg, da teils steiler Schotter und ausgesetzte Querungen auf den Bändern zu bewältigen sind. Zuerst geht es relativ steil im Schotter abwärts und dann sehr schön entlang an natürlichen Bändern im Fels. Auch einfache Abkletterstellen im ersten Grad sind dabei. Die Wegfindung ist einfach, wobei die Markierungen nicht immer die besten waren. Der Weg ist teilweise ausgesetzt, es sind keinerlei Sicherungen vorhanden. Unten ist jetzt schon der Labarella-Sattel deutlich zu erkennen. Der Weiterweg zur Labarella-Hütte führt auf den Wanderweg Nummer 12. Ein sehr schöner Weg, der sich durch die Farnes-Hochebene durchzieht. Und nun ist schon die Labarella-Hütte in Sicht. Übrigens eine sehr empfehlenswerte Hütte, die nicht nur gute Speisen aufweist.